Schnibbel die Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem ersten FC Kaiserslautern am Montag. Oh Gott, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin krank, ja. Was mich nicht daran hindert, solange ich reden kann, trotzdem noch Videos für euch zu machen. War Hauptsache, warmes Wetter gekommen, zack, bin ich krank geworden. Das ergibt Sinn, ja. Vorher nicht krank werden, aber dann, wenn das Wetter warm wird. Oh, das Wetter ist schön. Jetzt bist du krank. Läuft bei mir auf jeden Fall nicht, ja. Wie wir hier sehen, hat Werder Bremen Bayern besiegt. What the fuck? Muric will auf sich aufmerksam machen. Ja, den wollte ich eh beobachten mal. Heute geht's gegen den ersten FC Augsburg. Und Champions League haben wir Dynamo Moskau, Feyenoord Rotterdam und Atletico. Boah, man könnte sagen, das ist wie eine machbare Gruppe, ja. Aber heute geht's erstmal ran gegen den FCA. Und wir sind auf ein paar Positionen verändert. Der FCA spielt in Auswärtsgrün. Heute das erste Mal im Sonnenlicht unseres Stadions, ja. Wo ist denn Paco Alcácer? Bin ich blind? Ist er tot? Ach nee, da! Gerade so hoch, wo ist denn Paco Alcácer hin? So, Roberts heute nicht in der Partie, dafür Sungu. Ja, weil Nagasawa auch ein bisschen müde ist. Wir switchen auch die Defensiven durch. Linksverteidiger Löwe darf heute ran für Gaia. In der Rechtsverteidigung ist Hector Bellerin heute zuständig. Und die Innenverteidigung machen Kim Jong-Gwon, ja, der ja dafür bekannt ist, stark zu spielen, und Milanov. Und auf der Bank nimmt dann Platz Vergara für den Fall der Fälle. Das defensive Mittelfeld wird angeführt von Sergi Sampa und Asoge, auch wenn er einen Formfall runter hat. Haben ja noch Gatsev, der kommt auch mit. So, im offensiven Mittelfeld können wir eigentlich nicht mehr rotieren, denke ich. Finde noch auf die Bank für Mitrovic, damit wir noch einen zum Auswechseln haben. So passt das eigentlich. Leiva Dolly vielleicht noch rein. Für Gnabry. Ja, Dolly rein für Gnabry. Wobei, Leiva rein. Boah, man hört es mir richtig an. Tut mir richtig leid. Was mir übrigens genauso leid tut, ist die Asynchronität der Freitagsfolge. Ja. Ich habe momentan Probleme mit meinem Renderprogramm. Ich habe momentan echt Probleme damit. Das ist echt scheiße. Ja, spielen Sergi Sampa und Asoge. Ich hoffe, Asoge auf ein besseres Spiel als sonst. Aber ansonsten gehen wir so rein in die Partie. Wir können ja noch Nagasawa reinholen und dann Fahndrich und Sungu tauschen lassen. Aber jetzt erstmal mit Paco Alcácer. Erstes Spiel von Beginn an im Copa Europa hat ja Mitrovic sein erstes Saisontor gemacht. Paco Alcácer hat dafür schon zwei Torvorlagen. Auch wenn er noch kein Tor gemacht hat. Wir springen rein in die Partie. Bundesliga ist am Start und zwar mit dem 1. FC Kaiserslautern gegen FC Augsburg. Aber ich muss mir mal was trinken. Das Naseputzen habe ich gerade wahrscheinlich rausgeschnitten am Anfang der Partie. Ja, ich bin wirklich krank. War auch nicht arbeiten am Wochenende. Beziehungsweise am Freitag nicht arbeiten, weil ich nehme für euch samstags schon auf, weil ich Montag in der Uni bin. Wir versuchen natürlich wieder unser Bestes. Unser allerbestes. So. Kaiserslautern mit der Aufstellung Julian Schuster beim FCA.
in der Startelf. Mittelfeldspieler seines Zeichens. Vierter Bundesliga-Spieltag, Augsburg gegen Kaiserslautern. Augsburg in Grün von rechts nach links. Und direkt der erste Ballverlust. Foul. Und direkt die erste Grätsche. Das könnte die schnellste gelbe Karte der Saison geworden sein. Das ist die schnellste Karte der Saison. Verdient. Da ist er direkt zu überhastet reingesprungen. Das war direkt zu viel des Guten. Und aus der Entfernung schießen wir natürlich nicht drauf. Wäre sinnlos. Der ist gut. Paco. Paco Alcácer. Gute erste Aktion. Ballannahme von Bobadilla. War nicht von allererster Güteklasse. Muss uns ja auch nicht stören. Defensiv ein bisschen. Mal ein bisschen was machen. Jetzt Azoge mit seinem Zweikampfgewinn. Schade drum. Und dann zu zweit den Ball geholt. Sehr schön. Sergi Sampa auf Sungu. Und der jetzt mit Hector Bellerin. Ja, da wollte ich direkt abziehen dann. Gerade. Na, da ist die Lücke zu weit offen gewesen. Aber Lautern drückt schon in der Anfangsphase sehr, sehr viel auf den Ball. Also direkt gegen Mann und gegen die Mann. Da wird sehr viel Druck ausgeübt auf den Gegner. Das ist abseits. Das wusste man schon. Da wo der Ball hingeschnellt, als der Ball da so mit Vollspeed hingeschnellt ist, wusste man das schon. Guter Pass. Hector Bellerin. Wenn diese Saison ja auch seine Spielzeit haben will. Paco Alcácer. Ein bisschen von Fahndrich allein gelassen. Das wurde gefährlich gerade. Aber leider Fahndrich nicht so starker Zweikampf da. Shit, da ist er nicht losgelaufen. Da ist Paco kurz stehen geblieben. Die Idee dahinter war eine gute. Dominant spielen wir noch nicht, aber sind das bessere Team. Fahndrich, immer noch Fahndrich. Ist kein schlechter Mann am Ball. Sergi Sampa, was für ein trauriger Pass. Aber der ist auch seines Zeichens. Ja, wobei der ist Rechtsfuß. Keine Ahnung, warum der Ball dann so war, wie er war. Ja, unser Team und die Einwürfe würden die niemals lernen. Das können die gar nicht. Das können die echt absolut nicht. Und das war von Milanov natürlich ein Riesenfehler. Der darf diesen Schritt einfach nicht tun. Diesen, oh ja, ich möchte diesen Schritt immer machen, weil der Gegner locker an mir vorbeirennen kann. Schwache Ballannahme von Sungu. Ist auch noch nicht so richtig Sungus Saison. Der war zu schwach. Und Azoge zu lange behäbig unten lang gelaufen. Hector Bellerin ist jetzt gefragt. Natürlich läuft er da direkt mit. Löwe. Kim Jong-won. Boah, das wäre fast drin gewesen. Da war gerade die Lücke offen. Gut gespielt von Augsburg. Zu spät reagiert von den Mann von uns. Wir hatten ja schon unsere erste gute Chance. Sungu ist heute einfach nichts. Spielerisch. Paco Alcácer dick im Abseits gestanden. Lol, die standen abseits. Na gut, aber Paco Alcácer hätte den direkt jetzt verwerten können. Schwach von Azoge. Und aber faul an Azoge.
Dem fehlt es in dieser Saison auch noch an allem und jedem. Ja, Sungu. Und der Bellerin. Das war scheiße. Aber das war nicht besser geklärt. Und nochmal ein Asoge-Pass. Der ist heute nicht gut. Im defensiven Mittelfeld ist es schon fast, in der zweiten Halbzeit schon fast Pflicht, Gatzev reinzuholen. Wir können uns ja mal kurz die Wertungen angucken. Die dürften nicht so gut sein. Asoge gar nicht so schlecht. Fahndrich ist eigentlich der Oberhomo hier heute. Ja, bei Fahndrich läuft nix. Ich habe eigentlich gedacht, wobei, ja, er hatte ja schon doch zwei gute Aktionen. Und hier wieder Asoge. Was war das bitte für ein unglaublicher Mist? Das war von vorne bis hinten nicht gewollt und natürlich ist das ein Foul. Das gibt sogar noch Geld wahrscheinlich. Das war die Unzurechenheit von Sungu gerade wieder, dass das da passiert ist. Ja, ich würde es begrüßen, wenn hier mal wer laufen würde. Wer hat hier wen gefoult? Ich habe nicht mal Pfiff gehört, das gibt Gelb an Asoge. Und für was wurde hier jetzt gepfiffen? Freistoß Bier? Nein. Paco Alcácer, na klar. Also rechts-linkes Mittelfeld agiert heute stumpf. Richtig, richtig stumpf. Wir spielen das nicht gut, haben zwar ein paar Chancen, eine glaube ich, und das war's. Dortmund führt gegen Hamburg mit 1:0, Frankfurt, Gladbach 1:1, Hertha und Hoffenheim sind das Abendspiel. Wolfsburg, Mainz 1:0 zur Halbzeit. Und wir müssen rotieren jetzt. Läuft überhaupt nicht über die beiden. So, ich muss aber nochmal Nase putzen hier. Löwe, wie gewohnt, das Bild. Fand ich in dieser Saison auch nichts Besonderes, dass er das überhaupt nicht geleistet bekommt. Ist ja in dieser Saison schon sehr häufig der Fall gewesen. Nagasawa kommt rein. Und dann ein bisschen mehr Tempo. Wir wollen hier und heute gewinnen. Das wollen wir auf jeden Fall. Oder zum, also ein Punkt ist ja ist immer Pflicht für uns. Das war komisch. Aber ja, passiert. Das war Löwe. Das war auch Löwe. Das war Nahuel Leiva, der dann auf der Position schon von Löwe war und deswegen gar nichts machen konnte mit dem Ball. Ja, ich stolper erstmal weg. Guter Ball. Kim Jong-won. Ich glaube, der hat sogar die Kapitänsbinde gerade an. Sungu. Sungu macht mal ein bisschen Dampf. Hat das Problem, hier niemanden zu bekommen, der Dampf macht. Eigentlich Freistoß für mich. Schlechter Pass von Löwe. Ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes hier.
dass Löwe einen Ausfallschritt nach dem anderen nicht hinbekommt, das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Hammergeil. Braucht zu lange zum Aufstehen, aber trotzdem gut gemacht. Paco Alcácer, Paco Alcácer! Der Torwart kommt nicht raus. Das ist das Problem, was wir da hatten. Ganz, ganz stark, aber von Paco Alcácer. Ja, wenn Nahuel Leiva, das ist egal, der kann das eh nicht. Der ist zu langsam für so eine Aktion. Heilige Scheiße. Sergi Sampa kriegt hier den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. Sungu aber auch nicht. Azoge macht den rein! Schön gemacht! Pedro Azoge! Wieder ein defensiver Mittelfeldspieler. Hier hat er sich den ersten weit vorgelegt. Und dann macht er ihn am Ende trotzdem. 1:0 für Kaiserslautern. Oh, bin ich verschnupft. Es tut mir echt leid. Oh, 1:0. Pedro Azoge. Vor allem derjenige, der momentan ein Formtief zu bewältigen hat. Ich freue mich so gigantisch über das Tor für ihn. Wir müssen mal gucken, ob wir nicht trotzdem nochmal auswechseln. Weil dann holen wir gleich Gatsev rein. Nee, noch nicht. Noch nicht. Richtung 75. Kommt Gatsev dann für Azoge oder Sampa rein, je nachdem, wer müder ist. Weil der kann auch nochmal spielen. Ist ja von freien Markt zu uns gekommen. Ich bin Löwe, ich bin technisch nie da, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, ob ihr gerade gesehen habt, wo Löwe überhaupt stand. Aber er war falsch. Er war falsch. Das hat er aber gerade stark gemacht. Tobias Werner geht raus. Kajubi kommt rein. Ich finde ja geil, dass wir offensiv, normalerweise eigentlich... Alter, der Ball war so kacke gepasst. Das war mehr oder weniger gewollt. Jetzt kommt unsere Auswechslung. Sergi Sampa ist müder. Da kommt Gatze für rein. Am Ende war es knapp gerade. Ich weiß gar nicht, wer den Kopfball genommen hat. Pedro Azoge vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Auswechslungen wir vorgenommen haben. Ich meine, wir können aber nochmal auswechseln. Ja, können wir auch. Fille kommt nämlich noch rein. Als nächstes. Der alte Temposünder im Spiel nach vorne. Das Problem Pedro Azoge ist, der stolpert halt immer über jeden, ne? Über alles und jeden. Und das ist... Ja, keine Riesenproblematik, aber es ist halt eine. Hector Bellerin. Jetzt ist es soweit. Finne geht raus. Finne kommt rein. Paco Alcácer geht raus. Ja, leider ist Finne nur schnell. Falscher Mann, das ist Löwe. Der Ball war so unglaublich flach gespielt, ne? Ja,
Ja, ich hätte gern mal einen Spieler, der da mitläuft, danke. Finne. Wenn der flanken könnte, ich meine, klar war der Ball abgefälscht, aber wenn er das könnte, hätte Nagasawa den Ball oben gehabt. Kim Jong-won. Ja, wenn der das könnte. Milanov. Starker Zweikampf. Foul. Der hatte doch schon gelb, meine ich. Das könnte gelb. Ach nee. Verhaag war das. Der hatte doch kein Gelb. Der kriegt's jetzt aber. Eine böse Attacke. Löwe ist noch drin. Der kann Freistöße. Ist noch ein anderer drin, der das kann. Nein. Nur Löwe. Ja, der kann hier sein schlechtes Spiel wieder... Sein relativ schlechtes Spiel... Naja. Nö. Der war dann doch ganz schön traurig. Nagasawa! Ja, schreibt dem jungen Mann nicht ab. Da oben ist Kim Jong-won. Der macht's aber auch wieder richtig umständlich, ne? Der Spiel hüpft da irgendwo hin und her. Das war ja mal traurig. Egal, 1:0. Durch Petro Azoges Tor. Gegen den FC Augsburg. Hauptsache ein Sieg. In der neuen Woche. Und den haben wir uns auch verdient. Wir waren das bessere Team. Aber ich glaube, Williams musste einmal wirklich hart eingreifen. Wie ich schon gesagt habe, tut mir leid, aber ich habe nun mal jetzt Hardcore-Schnupfen. Ich denke mal, bis ich wieder aufnehme, weil wir haben jetzt Samstagmorgen, dürfte es wieder okay sein. Paco Alcas ja leider glücklos, aber er hatte auch Fahndrich in der ersten Halbzeit, der gar keinen Ball zu ihm spielen konnte. Ja, Sungu deutlich besser und Nagasawa natürlich dann auch. Boah, hier, den hätte ich machen müssen. Das war viel zu traurig, wie ich den geschossen habe. Das war dann einfach nix. Er hätte auch drin sein können. Richtig knapp von Bobadilla. Gute Grätsche in den Ball. Ganz, ganz starke Aktion. Und das hier ist die gelbe. Das hier ist die gelbe. Okay, aber hier dann auch so viel zu weit sich den Ball vorgelegt. Und dann Glück. Im Endeffekt ist es ja auch egal. Für Petro Azoge freue ich mich generell, weil der brauchte das, das Erfolgserlebnis. Ja, das Foul und dann, das war übrigens, dazwischen ist ja gar nichts mehr passiert. Das ist ja schon die 88. hier. Nagasawa hätte sich hier auch nochmal verewigen können. Kommt rein und macht das, was er machen sollte. Hat Druck gemacht, hat die Bälle behauptet drüben auf der Seite. Also kein schlechter Mann. Und Finne hier natürlich dann am Ende glücklos. Schade. Sehr schade. Also, bester Mann. Finne okay. Fahndrich nicht. Alcacer wenigstens mit einer 6,7. Ansonsten die Verteidigung dann im Endeffekt doch ganz schön stark. Und Azoge mit einer Top-Leistung. Sungu aber auch. Kommt rein, macht das Spiel. Dortmund fertigt Hamburg relativ hoch mit 3:0 ab. Und ansonsten 1:1 und 1:0 Ergebnisse. Und Story ist der richtige Mann. Richtige Mann für was? Wurden wir jetzt angeprangert? Waren wir in letzter Zeit nicht mehr gut genug? Das Nationalteam abgestellte Spieler. Inzwischen haben wir da schon ein paar. Sungu und Williams und Dolly. Die spielen zusammen für Südafrika.
interessant. Für Bulgarien spielen Gatsev und Milanov noch zusammen. Treffen da dann ja, auf einen alten Bekannten von uns. Nee, Rumänien ist Schipzio. Okay. Wir haben für die Copa Europa übrigens 2 Millionen bekommen. Hier konnte man es gerade sehen. Aber was ist das denn für eine Ansage gewesen? Also, ja, sie waren nicht so gut, wie wir das gerne gehabt hätten. Wir sind ja nur Tabellenzweiter oder so. Haben Copa Europa geholt, Spiel der Champions League. Wir haben ja bis jetzt noch nichts verkackt. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. Abschlussbericht Milos Josic. Was kann der denn im Endeffekt? 77, 80.000 Gehalt. Das ist natürlich ein Sümmchen. Steht der eigentlich auf der Leihliste? Natürlich nicht. Der Typ ist voll interessant. Guck mal, er ist schon 400.000 wert. Auf der Leihliste. 400.000 wert. Ich bin bereit, für diesen jungen Mann 800.000 zu bezahlen. Sagen wir 750.000. Für 1 Million. Der ist ein richtig guter Mann. Hat man gerade richtig geil gesehen. Das ist richtig geil, was der schon für Werte hat. Hier im defensiven Mittelfeld. Alter. Zeigt großes Potenzial. Gibt's aber auch Leute, die, wo man so denkt, what the fuck. Hauptsache, was der schon hier für Werte hat, der kleine Mann. Übel. Richtig übel. Sind schon relativ gute Jungs dabei. Du bist eigentlich Stammelf gesetzt, Lukas. Mecker mal nicht rum. Ach so, ja, gut. Nachvollziehbare Entscheidung. Ihr seht, wir haben uns ja nur in der Verteidigung verstärkt. Ricardo Rodriguez wechselt zu Roma, okay. Da hat wer ein Transferangebot für uns gemacht. Jonas Bonua, na, der kann ruhig für die 7 Millionen gehen. Eine viel zu korrumpierte Nummer, ja. Für so einen Preis brauchen wir den gar nicht erst kaufen. Transferangebot für Alexandre Martel, interessant. Aber ich muss ablehnen, 3,4 Mille. Ja, unseres Vereins ist ja der Beste da. Auf der Position. Dementsprechend Alexandre Martel wird bei uns bleiben. Und wir brauchen auch keine Spieler holen. 141 Millionen haben die ausgegeben. Krank. Ja, einfach nur krank. Juckt euch nicht um die FIFA World Cup Qualifikation. Die interessiert euch ja momentan eh nicht. Dementsprechend macht euch da mal keine Sorgen. Alter, der ist ja richtig geil, der Junge. 66 mit 17. Scheiße. Und das ist wahrscheinlich eines der größten Talente ever. Krass. Oh mein Gott. Wie sieht's denn hier aus? 62. Aber oh mein Gott, 66. 66er Wert. Mit 17. Must have, der Junge. Den müssen wir uns auf jeden Fall auf die Wunschliste setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den gerade schon, ob ich das gerade sogar schon getan habe. Wo sind jetzt bei da? Ach, er ist schon auf meiner Wunschliste. Gut, weil das ist ja mal übel, der Typ. Krass. Das ist ja mal richtig geil. Wer ist denn Spieler des Monats? Keiner von uns. Kagawa. Ja, Shibzio, dass er halt weg ist. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch oder so. Wir sind Tabellenführer. Ja, wir haben uns mit dem Sieg die Tabellenführung erobert. Köln, das einzige ungeschlagene Team außer... Na, okay, nicht ganz. Dortmund und Leverkusen auch noch nicht. Bayern mit 2 Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage. Wir haben nur ein Gegentor bis jetzt gekriegt. Das war gegen Stuttgart, meine ich.
Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Nicht mit den Länderspielen natürlich, sondern wahrscheinlich dann wieder mit der Bundesliga. Und bis dann wünsche ich euch alles Gute. Haut rein. Ciao, ciao.